Hi, herzlich willkommen in 7 Days to Die. Ja, wir haben ja schon Tag 5 und ich wohne immer noch in solchen Holzhäuschen. Die werden natürlich die erste Horde nicht überlegen. Deshalb mein Gedanke, in die Stadt zu gehen, da mal ein schönes Steinhaus zu finden, was man sich als Anfänger mal eben aufrüsten kann. Ich möchte auch mal richtig bauen, aber erst mal ein bisschen was lernen. Und ich glaube, dann ist ein fertiges Steinhaus eine größere Hilfe. Ja, es ist noch früh am Tag, also gehen wir mal dieses Zeltlager begutachten. So, in so ein Zeltlager, da sind wahrscheinlich Zombies. Taste ich mich mal langsam dran. Ist es so leer? Es ist doch irgendwie verdächtig. Oder habe ich die gestern alle kaputt gemacht? Zombies, die hier wohnten. Schön, dass ich gestern so viel aufgeräumt hatte. Da kann ich mich hier richtig austoben. Was willst du denn? So, kein guter Morgen für dich. Aber du hast es ja nicht anders gewollt und hast du noch nicht mal was dabei. Ja, ich muss ein bisschen mehr in der Gegend rumlaufen, alles mal erkunden. Das ist dringend nötig. Eine Feder in einem Auto. Aha. Schauen wir mal jetzt in den Zelten selbst. Das kann man doch alles verwenden. Habe ich schon wieder keinen Platz? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, Sand brauche ich ja gerade nicht. Dann nehme ich doch lieber das. Baumstamm, da soll ja immer was Gutes drin sein. Helme, ganze Menge. Die lassen sich, glaube ich, gut verkaufen. So, das kann ich zerlegen. Ja, komm, die kommt weg. Dafür nehme ich so einen Fußballhelm. Patronenhülsen, ach so, den Knochen weg. Dafür die Hülse. Ach, das verrottende Fleisch weg. Okay, so ist gut. Ich glaube, ich habe Hunger. Essen wir schnell was. Ich dachte mir, ein bisschen Stoff, da könnte ich mir Verbände machen, nachdem ich beim letzten Mal fast gestorben bin an einer Blutung und ich das gar nicht so mitgekriegt hatte. Soll mir das nicht nochmal passieren?
Ja, leere Gläser, die sind doch auch sehr sinnvoll. Okay, geben wir mal die Richtung. Die Axt kaputt. Habe ich eine dabei? Natürlich nicht. Repariere ich die schnell. Geh mal hier lang. Eine Straße mitten durch Wassergebiet. Muss man ein paar vernünftige Sachen finden. Am fünften Tag kommen dann nicht auch Hunde. Und was für ein Gebiet bin ich denn hier? Ist das eine Schaufel? Gartenhacke. Das kann ja nicht verkehrt sein. Eine aus Blech. So, ist das eine Stadt? Gleich den Rucksack schon wieder komplett voll. Ich war noch nie in eine Stadt. Premiere. Sind hier Hunde? Naja, wir wagen es mal. Komische Stadt ohne Häuser. Gespenstisch hier. Was ist das für ein Teil? Oh, da ist was drin. Da ist ein Zombie drin. Diese quakende Frösche, das ist doch lästig.
Ah, da kommt die Bande angekrochen. Ich darf ja nicht vergessen, dass ich Honig oder Antibiotika brauche. Ist die tot? Ist das unheimlich hier. Boah, hat die viel Munition. Das ist eine verlassene Stadt hier. Ich dachte, ich finde hier mal ein schönes Steinhaus. Ein Hammer, das scheint nicht schlecht zu sein. Klauenhammer. Ja, ich gehe hier mal durch. Muss mal sehen, ob ich ein Haus finde, wo ich übernachten kann. Oder wo ich sogar mal eine Horde überleben kann. Wenig Zombies. Aber hier sind nur Trailer. Alles Wohnwagen und eine Mülldeponie oder was. Okay, ich gehe mal weiter. Häuser, sind die was? Nee, ne? Nicht richtig. Die haben mich nicht gesehen. Da hinten sind doch bessere Häuser. Das gefällt mir doch. Das ist doch nicht schlecht, oder? Ist aus Beton, aber nicht sehr hoch. Aber hier ist auch nicht viel anderes. Oh, 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 wie viele Hunderte sind denn da? Ja, so richtig hat mir das nicht gefallen. Das sieht doch besser aus. Was ist denn das? Das sieht stabil aus. Eine Bank. Ja, eine Bank muss doch stabil sein. Oh, große Scheibenflächen hier. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut.
Nee, das ist zu viel Scheibe. Das ist ja durchsichtig. Was ist das hier? Das ist doch schöner Stein, aber sehr groß. Eieieiei, was ist das hier für ein Gebäude? Das sieht doch ganz gut aus. Da muss ich nur vorne die Front absichern. So, die untere Leiter muss ich wegnehmen. Ja, hier mache ich was draus. Müsste aber was an der Kante stellen. Wie geht denn das? Keine Frames mehr. Okay, egal. Ich glaube, das ist doch stabil. Hier kann man was machen. Muss ich mir eine Truhe machen, dass ich den Krams reinkriege. So, was kriegt da alles rein? Die Steine. Schwere Sachen da unten, Kleidung, Werkzeug, Metalle, tun wir dahin, Geld brauche ich erst nicht. Patronen, Kleber. Metalle, hatten wir gesagt. So, jetzt habe ich ja erstmal wieder ein bisschen Platz. Die Kerze werde ich für nachts mal hier hin tun. Dann werde ich mir einen Schlafsack basteln. Hiermit endet mein Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist für mich unheimlich spannend gewesen. Ich weiß nicht, ob die Konstruktion gut ist oder nicht. Das wird sich feststellen, wenn da mal einer drüber kriegt. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Film. Tschüss.